Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das CDU-Präsidium ist am Abend in Bonn zusammengetroffen, um die politische Lage zu Beginn der Sommerpause zu erörtern. In der Runde im Kanzleramt sollte über die verschobene Polenreise des Bundeskanzlers gesprochen werden, aber auch über die neuen Diskussionen, die um das Steuerpaket 1990 aufgekommen sind. Ein weiteres Thema war der umstrittene Kompromiss über die Anerkennung von Erziehungszeiten in der Beamtenversorgung. Gegen den Vorschlag hatte es in der Öffentlichkeit und in allen Parteien massive Proteste gegeben. Als das CDU-Präsidium heute in ferienmäßig verkleinertem Kreis zum Abendessen mit dem Kanzler rollte, war das Ärgernis bereits vom Tisch. Das Kindererziehungsgeld für Beamtinnen. Dass sie für jedes Baby ein Erziehungsgeld in Aussicht hatten, das erheblich über den 28 Mark liegen sollte, das normale Rentnerinnen kriegen, das hatte für Diskussionen und Aufregung gesorgt. Die SPD hatte den Beschluss, dieses Erziehungsgeld einzuführen, zwar mitgetragen, aber als von Ungerechtigkeit gegenüber den Rentnerinnen die Rede war, rückte sie letzte Woche von ihrer Entscheidung ab. Das heißt, die bekannt gewordenen Erziehungsgeldzahlen für die Beamtinnen sind erst einmal gestrichen. Auch der Weihnachtsfreibetrag von 600 Mark dürfte ein Thema sein. Er soll ab 1990 im Rahmen der Steuerreform verschwinden. Er geht in einer Arbeitnehmerpauschale von 2000 Mark auf, zusammen mit anderen Freibeträgen. Das dürfte sich gerade zur Wahl im nächsten Jahr auswirken. Und somit ist wahrscheinlich, dass die Regierung auch diese nicht gerade populäre Maßnahme rückgängig macht, obwohl die FDP sich im Moment noch dagegen sperrt. Dass Bundeskanzler Kohl vorerst nicht nach Polen reisen wird, hatte Regierungssprecher Klein am Montag bestätigt. Nach seinen Worten ist der geplante Termin in der dritten Juliwoche nicht mehr realistisch. Ein neuer Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Klein begründete die Verschiebung von Kohls Reise mit dem Hinweis, dass in der polnischen Führung Veränderungen bevorstünden. Außerdem sind die Finanzgespräche zwischen Bonn und Warschau offensichtlich festgefahren. Der ehemalige sowjetische Außenminister Andrei Gromyko, der mehrere Jahre auch Staatsoberhaupt war, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war am vergangenen Freitag operiert worden. Vermutlich erlag er einem Herzleiden. Genaueres wurde über die Todesursache nicht mitgeteilt. Gromyko hatte über ein Vierteljahrhundert lang die Außenpolitik der Großmacht Sowjetunion mitbestimmt, bevor er 1985 von Schewardnadse abgelöst wurde. Dies ist der kleinste und zugleich leistungsstärkste Chip der Welt. Mit der Serienproduktion des mit mehr als 4 Millionen Speicherzellen bestückten Chips wurde heute bei IBM in Böblingen bei Stuttgart begonnen. In einem einzigen Chip können Informationen von 300 Schreibmaschinenseiten untergebracht werden. Damit sind die Amerikaner in dieser Technologie führend. Die Japaner wollen demnächst nachziehen. Gegen den Berliner Landesvorsitzenden der Republikaner Bernhard Andres hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei geht es um den Verdacht des Betrugs und der Untreue. Hintergrund sind vermutete Finanzmanipulationen in der rechtsradikalen Partei. In verschiedenen Veröffentlichungen vom Wochenende war aus einem Brief des Berliner Schatzmeisters der Republikaner Kenzia zitiert worden, in dem das Finanzgebaren von Andres angeprangert worden war. Die Geiselnahme in einer Filiale der Frankfurter Sparkasse ist ohne Blutvergießen zu Ende gegangen. Der Bankräuber hatte 4 Stunden lang 17 Geiseln in seiner Gewalt, dann gab er freiwillig auf. Die Polizei hatte seine Freundin zum Tatort gebracht. Außer einem Fluchtauto hatte der 24 Jahre alte Mann keine weitere Forderung gestellt. Nach seiner Aufgabe wurde er von der Polizei festgenommen und abgeführt. Und nun die Wettervorhersage für Dienstag, den 4. Juli. Nördlich der Mittelgebirge sonnig. Im übrigen Deutschland wolkig mit Aufheiterungen und besonders im Alpenbereich noch einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böig, auffrischender Wind um Nordost. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch im Süden bei weiter steigender Temperatur zunehmend gewittrig. Im Norden wenig Änderung. Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.
Kampfmethoden in der Demokratie von Karl Jaspers. In seinem Kreise von den großen politischen Lebensfragen und den kleinen politischen Fragen des Alltags sprechen und von dem, was hier an diesem Orte jetzt geschieht. Freundeskreise entstehen lassen. Der Einzelne ist völlig ohnmächtig. Wo zwei sind, wo drei, wo mehrere, da ist auch schon Anfang der Macht. Ständig sich informieren und geistig arbeiten. Diese Informationen in Zusammenhang bringen, nicht aber sich einbilden, schon alles recht zu wissen und zu wollen. Bescheiden anfangen. Die Hauptsache, nichts von oben und außen erwarten, sondern selbst Initiative ergreifen und im Zusammenhang mit der sachlichen Kritik an Zuständen, Vorgängen, Ereignissen zugleich Kritik an sich selber vollziehen. Die echte Revolution ist die Revolution der Denkungsart, die keine Gewalt will, sondern überzeugt. Sie braucht die Gewalt des bejahrten Staats zum Schutz der legalen und legitimen Formen politischer Wandlung, aber nicht die Gewalt für ihren eigenen Sinn. Sie greift nicht den Staat, sondern im Namen des Staats die Regierung an. Unter legaler Revolution verstehe ich also Akte ohne Gewalt, ohne Waffen. Akte, die sich der Mittel bedienen, die durch das Grundgesetz nicht verboten sind. Eine legale Revolution ist ein Vorgang, in dem ein Volk sich mit seinem Willen und Denken zur Geltung und Mitwirkung bringt, zum Mitwissen der Lage und zum Mitwissen des Schicksals und der Risiken in Wahrhaftigkeit. Eine legale Revolution ohne Gewalt, mit legalen Mitteln, im Rahmen des Grundgesetzes, nützt alle Möglichkeiten der gegebenen Freiheiten. Wir sind ja noch keineswegs ein unfreier Staat. Solange wir die Freiheiten noch haben, müssen wir sie ergreifen, statt sie Schritt für Schritt noch weiter zu verlieren. Diese Nutzung der legalen Freiheiten ist durch die legale Revolution möglich, die kein einmaliger Akt ist, sondern ein fortdauernder Prozess, in dem die Dinge in der Richtung auf Freiheit hin neu gegründet werden. Gute Nacht.